Hallo meine lieben YouTuber und willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. So, heute melde ich mich mal 90 Kilometer weit weg. Wir befinden uns in der ehemaligen DDR. Wir sind hier im Grenzlandmuseum, was wir ja auch beim nächsten Mal noch verfilmen wollen. Ich habe hier lecker gegessen. Es gab zweimal Soljanka. Die konnte ich mir noch ergattern für 3,80 Mark. Und naja, jetzt bin ich auf dem Parkplatz. Hab hier meinen 70er Jahre Campingstuhl dabei, mein Klapptisch aus der DDR, meine Fahne, mein 60er Jahre Löwe Opta Westradio, was mit Netzstecker und Batterien betrieben ist, meine Thermoskanne, die aber allerdings modern ist, von Rossmann. Die originale, die ist in meinem Picknickkorb noch drin und die wurde tatsächlich noch nie benutzt und deswegen ja, tut es das für unterwegs auch. Man kann ja, wenn man dann vielleicht mit mehreren Runden, mit mehreren Leuten in einer geselligen Runde ist, könnte man das ja mal besuchen. So, dann wisst ihr schon mal so grob Bescheid. Kaffee, der ist auch von hier. Mein Kaffee, den ich heute gemacht habe, der ist mir richtig misslungen. Ich habe die Thermoskanne ausgespült und das hat überhaupt gar nicht geschmeckt. Also deswegen habe ich einen neuen Kaffee gemacht. Beziehungsweise nicht gemacht, sondern ich habe hier eingekauft. Also den Kaffee, den ich hier habe, ist aber nur eine Tasse. Die habe ich mir dann hier gekauft im Grenzland Grill 10 Grad Ost. Ja. Und in diesem Video hier geht es darum, dass ich euch mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das Grenzland Museum zeigen möchte. Aber gar nicht mal so viel. Sonst wäre das ja gar nicht dann hinterher spannend für euch, wenn es dann hier mal richtig von mir verfilmt wird, mit einer kleinen Überraschung, versteht sich. Ich freue mich schon, 90 Kilometer wieder zurückfahren. Das wird die Krönung. Also für alle, die dann mal hierher kommen, hier könnt ihr wirklich gute Hausmannskost und Grillkost essen. Traditionelle Kost auch. Vielleicht nicht alles, aber halt ein bisschen was. Ich esse halt immer gern Soljanka hier, weil, wie gesagt, 3,80 Mark ist nicht so teuer, schmeckt ganz gut und ja, reicht vollkommen aus. Aber das Essen, also ganz großes Lob an die Frau hier, die vorhin noch mal eine halbe Stunde vor Ladenschluss für mich noch Soljanka da hatte. Das gleich zweimal in kleinen Mengen natürlich, also es war wirklich nur zwei kleine Portionen. Danke nochmal dafür. Und ja, ja, die klassische, typische Helmfrisur, hier im Hintergrund meine Simson. Und wir gehen jetzt gleich mal hier über den Parkplatz mit der Kamera und verfilmen das mal hier so ein bisschen, zumindest von außen. Also das Museum befindet sich ja im Inneren und im Äußeren. Also, aber so einen kleinen Eindruck könnte man ja euch schenken. Und das machen wir gleich in einem weiteren Video. Ich trinke jetzt erstmal noch mal in Ruhe meinen Kaffee aus und dann werde ich mich melden. Also dranbleiben und abonnieren nicht vergessen. Euer Peter Rockabilly.